Stell dir vor, ja, ihr sagt mir, richtig. Ich sei neu im Geschäft. Ich arbeite mit allen Farben außer grün. Was zum Teufel soll denn das heißen? Vielleicht ist das symbolisch. Sowas wie Grünschnabel. Er sagte, ich würde grün nicht pein. Ich hätte ja auch echt nicht diskutieren lassen, aber... Achtung! Gib mir... Mi amor, was fällst du mir denn einfach so in den Rücken? Boah. Harte Nummer. Er sagt... Na, guck mal. Und da ist noch einer, der kommt da jetzt einfach mal so rum. Kam da so rum, dann kommt von da noch so einer rum, wahrscheinlich. Man könnte es fusilliert nennen oder so ähnlich, das ist auf Französisch, ne? Fusillier, naja. Kurz nachladen hier. Speichern. Mir fehlt gerade so ein bisschen das Ziel. Außer natürlich, dass wir noch... Also jetzt nicht das Ziel im Sinne von... Zu wenig Leute, dass ich noch nicht mal um die Ecke gucken kann. Sondern mehr im Sinne von... Wo müssen wir denn eigentlich hin? Außer Leute kaputt schießen und das Übliche. Dank des heroischen Einsatzes der anwesenden Beamten kostete die Bombe selbst keine Menschenleben. Wird doch gar keiner wissen, oder? Doch zwei Officer und mehrere Häftlinge. Lieutenant Jim Bravura betont, dass Sax bewaffnet und extrem gefährlich ist. Das NYPD geht Hinweisen nach, dass Sax Helfer unter den Beamten gehabt haben soll. Ebenfalls vermisst wird Detective Max Payne, der bereits vom Dienst suspendiert war und gegen den wegen früherer Vergehen und mutmaßlicher Verbindungen zu Sax ermittelt wird. Nett, nett, nett. Da wollte ich das Skalat schon ausknipsen. Na, sieh mal einer an, du. So, den Füßen geht's auch wieder gut. Kleiner Stepptanz hier. Na, wo müssen wir denn eigentlich lang? Müssen wir hier lang? Müssen wir da oben lang? Müssen wir da nicht lang? Hier vielleicht. Ne, da kommen... Ich würde sagen, hier kommen wir her. Oder nicht? Das kann man eigentlich immer ganz gut... Ne, doch, hier kommen wir her. Kann man immer ganz gut einen Leichen ausmachen. Wo wir herkommen und wo nicht. Nee, das ist auch die falsche Richtung. Ah, ich verliere noch den Überblick, wo wir denn eigentlich lang müssen. Und ich glaube, hier drin rumzuballern ist auch ein bisschen tödlich. Bisschen tödlich, also vielleicht drei Viertel. Hier ist immer noch zu. Ja, vielleicht müssen wir was in die Luft sprengen. Na, probieren wir mal. Das war's auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Rätsel gelöst, dann können wir weitermachen. Das zu. Das ebenso zu. Hier waren wir schon drin. 600 Milligramm. Der Schmerzkiller gegen echte Schmerzen. Ich weiß doch gar nicht, was echte Schmerzen sind, mein Freund. Na, das sieht gut aus hier. Oha, das nennt sich aber mal Bombe hier. Na gut, bevor ich den Überblick noch weiter verliere, speichern und... Hm? Wo soll ich lang? Soll ich da lang, oder... Okay, das erübrigt sich da einfach nicht lang, weil da nicht möglich. Es ist so ruhig geworden. Ruhig geworden? Jemand da? Wie eine Grazie. Da ist doch noch einer. Du bist da! Das stimmt, hast du gut festgestellt.
Wenn du so weitermachst, bist du auch tot, mein Freund. Speichern, nachladen, die üblichen Verdächtigen und dann... Das können wir besser. Ehrenwort. In Deckung! Gib mir Deckung! Nur zu, spreng dir ein Loch in den Erdboden. Ist ja auch nur so ein ganz kleines bislang. Wo denn? Wo ist der Verrückte? Dahin ist der Verrückte. Du siehst mich nicht, aber ich... sehe dich. Ungesund. Also, ne, nicht nachmachen. Das könnte eventuell zu Zahnausfall führen. Wenn die Haare denn schon weg sind. Da nicht. Du versteckst dich nur einmal von mir. Das andere Mal. Ach, Kinder, was. Gold, richtig. Verstanden? Das hier ist so eine nur über meine Leiche Situation. Da ist ein Eindringling, möglicherweise auch mehrere. Aber hier kommt niemand lebendig vorbei. Wollen wir das mal im Nahkampf probieren, meine Freunde? Oh. Da kommt man vor allem gar nicht durch. Das ist ja. Ja, sowas wie ärgerlich. Schade. Oder waren die hier? Wo waren die denn? Hallo. Mach Sim. Dann will ich mich bewegen und drücke einfach mal die Feuertaste. Hier kommt niemand lebendig vorbei. Ist in Ordnung. So, das mit der Schrot gefiel mir aber schon ziemlich gut. Nur die Ausführung hier war noch nicht so optimal. Einfach reinrennen ist dann nie die beste Lösung. Am besten erstmal einen Überblick verschaffen. Ach, da kommt schon einer. Hier geht gleich alles in die... Ja, macht mal. Ich schaue euch mal dabei zu und guck, wer übrig bleibt. Dann sparen wir ein bisschen Munition. Verstecken ist... Ist das auch feige, oder was? Mensch, oh Mensch. Ach, sie haben einfach einen Tisch vorgestellt. Sehr kreativ, muss ich euch lassen. So. Hier geht es nur nach unten, was ich aber eigentlich gar nicht so gern möchte. Da kommen wir, glaube ich, her. Wenn ich mich da... Ja, genau, hier kommen wir her. Lauf, 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 lauf. Ja. Auch kein sinnvoller Raum. Na gut, dann würde ich mal sagen, so tief wollte ich da eigentlich nicht runter. Waren wir da jetzt schon drin? Muss ich ja alles normal machen. Oh, ich hätte wieder speichern sollen. Ich glaube, ihr seid tot. Drei Granaten auf einmal, so. Das entzog sich jetzt auch jeder Logik irgendwie. Naja. Naja. Ich habe ja Nachsehen mit euch, kleinen Schergen. Nee, jetzt mal ernsthaft hier. Wo kommen wir denn eigentlich weiter? Außer nach unten. Ich speichere mal ab. Nicht, dass wir durchs Gitter durchfallen. Aber warum? Das war wohl, weil wir da nicht hin dürfen. Na gut, dann gehe ich hier mal wieder zurück. In der Hoffnung, dass Schergen warten, weil wir dann richtig sind. Da geht's auch nach unten, dann sind wir wahrscheinlich auch tot. Da war der Tisch vor der Tür. Hier war überall geschlossen. Können wir da vielleicht hoch? Negativ. So.
Es ist wirklich ein wenig ruhig. Das missfällt mir ein wenig. Ihr kleinen Schmalzbacken, wo seid ihr denn? Der Papa hat euch was mitgebracht. So, da sind wir von der anderen Seite da eben. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder den ganzen Weg zurückgehen muss, oder? Vor allem nach unten ist ja das Gegenteil von nach oben. Geschlossen. Das bereitet mir ein wenig Kopfzerbrechen, was genau ich denn da eigentlich verkehrt gemacht habe. Wo ist der Fernseher? Lords and Ladies, Folge 391. Das Raconteur Magazine kürt es zum besten Kostümdrama seit die tragische Affäre des Jonathan Nightingale. Was genauso nach Seifenoper klingt. Mir scheint, als wüsste ich nicht, wo wir denn hin müssen. Und ich glaube, an der Kante bin ich vorhin auch schon hängen geblieben. Tja, irgendwie laufe ich, glaube ich, im Kreis, ne? War ich nicht? Zum Glück sind das nur Dosen, nicht irgendwas, was in die Luft fliegen kann. Also mir scheint, hier sind wir auch nicht unbedingt richtiger als eben da oben. Sind wir schon wieder am Ausgang. Ja. Nee, was in die Luft springen hat jetzt auch wahrscheinlich nicht den Effekt. Außer natürlich, dass es Spaß macht. Zerstörung. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Und die Tür ist auch nicht aufgegangen, leider. Also nochmal nachsehen. Vielleicht. Diejenigen, das ist ja noch der ein oder andere Halunke. Auf, dass er uns den Weg weise. So komme er doch her. Nein, hier nicht. Hier war keiner. Hier war der Fernseher und sonst auch nicht viel. Hier ist der Stuhlalarm, das Treppenhaus. Aus den Fenstern können wir auch nicht raus. Und hier geht es mal wieder runter. Aber das haben wir... Das sind wahrscheinlich die Stühle. Der Stuhlraum, ja. Die Tür ist zu. Mensch, wo geht das denn lang? Könnt ihr es im Kopf nicht mehr aufmachen? Ist ja wohl unhöflich. Das ist auch geschlossen. Tja. Sehr suspekt, also wirklich. Jetzt erklärt mir nochmal, was habe ich denn verkehrt gemacht? Und da sollen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Wäre zumindest auch gar nicht mehr so einfach. Hoch können wir hier nicht, da können wir auch nicht so richtig durch. Auch wenn ich E drücke und gleichzeitig drauf laufe, dann nicht. Hier ist der Tisch immer noch vor der Tür, aber da können wir ja einfach rumlaufen. Runter mit dir, du elender Schuft. Die waren wir auch schon, dann kamen die bösen Jungs aus der Ecke gekrochen. Ja, also vielleicht müssen wir wirklich hier irgendwo lang. Vielleicht bahnt uns das einen Weg nach unten. Aber wie mir scheint, war das auch eher weniger von Erfolg gekrönt. Zumal ich auch nicht so richtig weiß, was denn da drunter war. Und da hätten wir da lang müssen. Das wäre jetzt ja ungünstig, ne? So, boah, ich hab schon wieder rumgeballert. Wir leben noch. Wahnsinn. Aber natürlich war das total daneben. Denn ich glaube, durch die eine Tür da eben mussten wir durch. Ich versuche nochmal neu zu laden. So, vorsichtig nicht rumballern.
So. Geschafft.